So, hallo. Ich bin gerade so ein bisschen im 2048er Modus gelandet und ich dachte, bei einem Versuch nehme ich euch einfach mal mit. So, einfach aus Spaß, weil ich glaube, mittlerweile eine recht gute Strategie zu haben, das gut lösen kann. Ihr seht, ich bin recht weit gekommen. Das noch nicht ganz geschafft, aber vielleicht kriegen wir es ja mal hin. Vielleicht lade ich es hoch, vielleicht nicht. Wird sich zeigen. Und ja, ich weiß, es wird mit Sicherheit auf TOTK gewartet. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin so gut wie mit meinen Korrekturen durch. Und dann habe ich hoffentlich, 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 hoffentlich noch ein paar Tage Zeit, um aufzunehmen. Kann nichts versprechen, aber ich denke ununterbrochen dran. Ich will es ja selber spielen. Ich will es ja selber spielen. Na, es ist ganz schlimm. Aber es gibt halt leider erstmal immer wichtigere Sachen. Und TOTK ist vor allem was, da brauche ich viel Zeit, um es aufzunehmen. Ich kann das nicht mal eine halbe Stunde kurz aufnehmen. Wenn ich das anfange, dann will ich das auch ein bisschen spielen. Ja, das will alles gut überlegt sein. Wie auch immer, jetzt gehen wir erstmal hier rein. Also, wer den 2048 nicht kennt, das Ziel ist folgendes: Man hat Zahlen und es kommen immer wieder abwechselnd oder nicht abwechselnd, aber es taucht immer eine 2 und eine 4 irgendwo auf. So. Und die muss man so zusammenstacken, dass man am Ende eine 2048 hat. Ihr seht schon, sobald sich zwei Zahlen stacken, wird eine größere Zahl draus. Und zwar immer das Doppelte. Ne? Also 2, 2 ist 4. Wenn ich die 4 und 4 kombiniere, wird 8 draus. Und wenn ich jetzt die 8 und 8 kombiniere, wird 16 draus. Und ich kann immer in alle Richtungen drücken. Also links, rechts, rauf, runter. Und in dem Moment, wo ich links, rechts, rauf, runter drücke, bewegen sich alle Zahlen in diese Richtung. Und es spawnt halt irgendwo random. Das ist der Zufallsfaktor in dem Spiel. Irgendwo random spawnt halt eine neue Zahl. Ich drücke jetzt mal nach rechts. Na, und dann ist jetzt da die 4 aufgetaucht. Und man weiß halt nicht, ob eine 4 auftaucht oder eine 2. Und das macht den Zufallsfaktor von dem Spiel aus. So, meine Taktik ist bisher folgende. Ich versuche, die größte Zahl immer unten in der Ecke zu behalten. Und ansonsten versuche ich halt so schnell es geht immer alles zu kombinieren, dass man nicht zu viel Müll auf den Flächen hat. Das geht anfangs noch ganz gut. Das ist ein Spiel, das wird erst so später dann kritisch, sage ich mal vorsichtig. Ja. Das wird erst später kritisch, wenn es halt wirklich dann darum geht, am Ende die 1024 und die 1024 zu verknüpfen, weil dann hat man nämlich die 2048. Ja, also ihr seht ja, man muss jetzt hier Stück für Stück bauen. Ich habe jetzt da unten schon die 64, das ist noch relativ wenig, was hier passiert. Und ja, so Stück für Stück setzt sich das jetzt halt alles hier zusammen. Und schlecht ist es halt, wenn man unten kleine Zahlen sammelt, weil man die halt ganz schlecht wieder wegbekommt. Deswegen versuche ich die immer gleich wieder loszuwerden. Oh, guck mal, jetzt kriege ich hier die 128 unten raus. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und wie gesagt, solche Zweier wieder unten, die will ich halt möglichst schnell loswerden. Also wie jetzt habe ich eine 16 draus gemacht. So, aber was man eben auch vorhin gesehen hat, ihr habt es an meinem Versuch gesehen, irgendwann ist es halt erstmal vorbei. Und es kann so ein bisschen glückbasiert sein, weil es kann halt passieren, dass ich eine 2 brauche und dann spawnt eine 4 und dann ist das Feld voll. Das ist dann halt schlecht. Aber jetzt am Anfang geht es noch ganz gut alles. Es wird auch erst auf Schluss zu spannend, so das ist ein bisschen das Problem. Na, das sieht jetzt anfangs noch alles sehr leicht aus. Und also was ich tunlichst vermeiden möchte, ist, dass ich die 128 da unten bewege. Na, die soll da schön immer bleiben. Oh, nice. Jetzt haben wir hier wieder eine 64. Wenn die 64 jetzt noch zu einer 128 wird, also wenn ich eine zweite 64 bekomme, dann haben wir die Situation, die ich haben möchte. So. Jetzt zum Beispiel. Ja, dann wir gehen mal rüber. Ja, doch, 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 doch. Ja, das sieht sehr gut. Ja, sehr schön. Das Wichtigste ist halt so schnell wie möglich immer den ganzen Müll loszuwerden und die großen Zahlen zu verknüpfen. Sehr gut.
da noch eine 8, da drüben rechts. Wie gesagt, das Wichtigste ist für mich... Nice. Das Wichtigste ist für mich, dass ich die 128 da unten nicht bewege. Das heißt, jetzt habe ich zwei Optionen. Ich kann nach rechts drücken und ich kann nach... Ich kann nur nach rechts drücken. Ich habe nur eine einzige Option. Weil alles andere kann ich ist entweder keine Bewegung. Ne? Wenn ich jetzt nach links drücke, passiert nichts. Und wenn ich nach oben drücke, bewege ich die 128. Und dann riskiere ich halt, dass da, wie die 128 war, dass mir da eine kleine Zahl hingespawnt wird. Und das ist genau das, was ich vermeiden will. So, also ihr kennt das Spiel sicherlich auch, aber ich erkläre es halt einfach. Das vielleicht noch nicht kennen. Oh nice, jetzt kriegen wir die nächste. Jetzt haben wir die 256. Sehr, sehr schön. Okay, sieht doch soweit ganz gut aus. Oh. Und jetzt haben wir die Situation geschaffen. Dass ich die 256 bewegen muss. Ich kann nämlich nur hochdrücken und ich kann nur nach links drücken. Und das bedeutet aber, dass sich jetzt die 256 in irgendeine Richtung bewegt und ich kann nur hoffen, dass es mir da jetzt keine Zahl unten hinsetzt. Puh. Okay, ganz schön wieder runter. Das ist genau das, was ich eigentlich vermeiden will. Ne? Das ist das, was nicht passieren soll. So ist es jetzt nämlich gut, weil jetzt kann ich nach links drücken und die 256 bewegt sich nicht, weil unten die Reihe voll ist. Und die bewegt sich dann nicht mit. Das ist, was ich will. So. Und das Problem ist halt, je mehr, oder anders ausgedrückt, je öfter oder je größer die Zahl da unten wird, umso größere Zahlen brauche ich ja, um das alles wieder miteinander zu kombinieren. Und dann hat man halt das Problem, ja, wie jetzt zum Beispiel. Oh, das war gut. Wieder eine 64. Dann hat man halt das Problem, dass es länger dauert, bis sich die Sachen wieder zusammensetzen. Und dadurch wird halt das Feld immer voller und voller und voller. Aber ich bin mal gespannt, wie weit ich jetzt komme. Darunter schieben. Ja, 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 nice. Das war schön. Okay. Ja. Sehr, sehr schön. Jetzt kriege ich hier nochmal eine 8. Und da drüben kriege ich die... Ja. Nächste 4. 8. 16, 2, 3. Nice. Genau solche Dinger brauche ich. Genau solche Situationen, dass sich dann alles so schön verknüpft miteinander. Aber wie gesagt, es ist wirklich, es läuft die ganze, es kann die ganze Zeit gut laufen. Und dann passiert es halt trotzdem plötzlich, dass irgendwas gar nicht mehr nach Plan läuft. Wobei, das ist gar nicht so schlecht. Das war gar nicht so schlecht, das ist okay. Ja, ich die hier rüber. Genau, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Okay. Aber ihr seht es halt auch, es dauert dann immer länger, bis man so den ganzen Müll losgeworden ist. Weil dafür muss jetzt ja erstmal aus der 128 da unten die nächste 256 werden. Erst dann kriege ich die nächste Stufe hier rein. Aber es ist schon relativ gut aufgebaut. Nice. Es passiert. Seht ihr es? Es ist halt so aufgebaut, und das versucht man halt so aufzubauen, dass sich dann alles in Wohlgefallen auflöst. Jetzt kriege ich hier die 64.
Jetzt kriege ich hier die 128, jetzt kriege ich hier die nächste 256 und jetzt habe ich unten die 512. Heieiei. So. Und genauso will man halt Stück für Stück vorangehen. Die 4 da unten stört mich gerade ein bisschen neben der 512. Die muss ich irgendwie wegkriegen, weil die blockiert mir jetzt da alles. Versteht ihr? An die komme ich nicht ran. Yes! Es ist eine 8 geworden, das ist schon mal gut. Ja. Das ist, was ich meinte mit diesem Glücksding. Ne? Das ist genau das, was ich mit diesem Glücksding meinte. Dass man da halt nicht so ganz drin steckt, was wo auftaucht. Das wollte ich nicht drücken. Scheiße. Ah, das war jetzt ein Fehler. Wobei, ich könnte jetzt was vor. Oh Gott, ich weiß nicht, ob das jetzt so klug ist, aber wir probieren es aus. Oh, das war Glück. Das war Glück, dass das sich jetzt so aufgelöst hat. Aber es war nicht ganz, was ich wollte. Es war jetzt einfach pur. Oh, ich habe versehentlich die 512 bewegt, das wollte ich nicht. Direkt wieder rüber. Muss ein bisschen mehr mich konzentrieren. Muss mich jetzt ein bisschen mehr konzentrieren. Mach gerade nämlich ganz schön viel Quatsch. So. Ja. 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 Zack, zack, zack. Nice, nice, nice. Rüber jetzt alles. Sehr schön. Das Wichtige ist, wenn ich eine kleine Zahl habe, dann sollte die unten in der anderen Ecke sein. Weil die dann genau mit sowas weggeht. Genau mit diesen Aktionen geht die dann nämlich weg. Genauso. Genauso. Ich hätte es nur ganz gerne, die 128 in die Nähe von der 512 zu bringen. Wäre ganz schön. Oder so. Das geht auch. Das geht auch. Das war auch nicht verkehrt. Ja. Ja. Okay. Zack. Rüber. Wieder rüber. Zack. 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 Die nächsten Zahlen setzen sich zusammen. 32. Sehr, sehr. Okay. Ich weiß noch nicht, ob das interessant ist zum Zugucken. Es ist mir ehrlich gesagt auch egal. Ich wollte es halt einfach mal aufgenommen haben. Also egal ist es mir nicht. Die 256 ist am Start. Nice. Sehr, sehr schön. Es baut sich alles im Moment ganz gut auf. So brauche ich das. Genau so brauche ich. Ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Zwei in der Ecke gefällt mir nicht, weil die 8 da drüber ist. Okay, die 8 kriege ich weg. Sehr schön. Aber ihr seht schon, es wird gerade wieder ganz schön voll, weil ich da unten diese 2 nicht weg. Ich würde gerne die 16. Warte, ich kann die 16 kombinieren.
Sehr gut. Das war wichtig. Das war wichtig. Zack. Sehr schön. Zack. Sehr, sehr schön. So, der Aufbau da unten ist jetzt wunderbar. Der Aufbau ist jetzt wunderbar, weil wenn ich jetzt nämlich so... Ihr seht's jetzt passiert's. Jetzt passiert's. Seht ihr das, was jetzt wieder passiert? Ich habe die 8, ich habe die 16, ich habe die 64. Zack, zusammengesetzt. Genau das brauche ich. Genau solche Momente sind so wichtig. Die 4 erstmal darüber. Ich kann nach... Nee, ich drücke nicht nach oben. Nach oben schiebe ich die 256 weg, das will ich nicht. Wir machen es lieber so. Ja, sehr gut. Aber ihr versteht jetzt hoffentlich, was ich meine mit dem so ein bisschen Glück haben, was die 4 und 2 angeht, weil ich weiß halt nicht, ob eine 2 oder eine 4 kommt. Das ist der Punkt. Sehr schön. Ja. Oh, das ergänzt sich doch hier alles wieder wunderbar. Zack. Runter. Ja. Rüber. Ah, jetzt ist da eine 4 draus. Okay, das wollte ich nicht. Aber das ist okay. Rüber. Runter. Zack. Muss ich trotzdem aufpassen. Ihr seht, es wird gerade alles sehr, sehr voll. Ich muss jetzt gut überlegen, wie ich vorgehen möchte. Ah! Seht ihr, was das Problem ist? Ich blockiere mich da gerade. Jetzt kriege ich zwar die... Okay, ich kriege die 8 weg. In welche Richtung wollen wir lieber gehen? Wollen wir runter und die 16 zur 32 machen? Ich denke, ja. Jetzt könnte es kritisch werden. Jetzt muss ich Glück haben. Das war jetzt der Moment, in dem alles hätte vorbei sein können. Wenn hier jetzt random eine 4 gespawnt wäre, wäre alles vorbei gewesen. Okay, so, und jetzt kann ich aber nämlich... Jetzt kann ich aufräumen. Zack, 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 zack. Die will ich nach unten haben. Aber das war der Moment, wo es kurz vorbei war. Das war der Moment, wo es kurz vorbei war. Da hat jetzt das reine Glück entschieden, dass ich noch weiterspielen darf. Eieieiei. Der Moment kommt jetzt noch ein bisschen öfter. Ah. Ich heb mir das nach unten drücken mal als Joker noch auf. Yikes. Okay.
eine 4 wäre da jetzt viel, viel mehr wert gewesen. Das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt richtig schlecht. Das ist jetzt problematisch. Ich müsste jetzt fast riskieren, dafür, dass ich mehr aufräumen kann, die 512 da unten wegzubewegen. Ich müsste das jetzt gerade fast riskieren. Weil es ist klar, wenn ich jetzt nach oben drücke, ja, es ist egal, wir probieren es aus. Muss da unten was auftauchen. Aber jetzt kann ich hier weiter aufräumen. Kann hierhin weiter aufräumen. Kann hierhin weiter aufräumen. Kann hierhin weiter aufräumen und habe hier die zweite 512. Und die muss ich jetzt halt zusammenbekommen. Und ja, ich sehe, ich könnte sie zusammenbekommen. Aber sie sind halt jetzt nicht mehr in der Ecke unten. Ja, komm, scheiß drauf. Es ist halt jetzt überhaupt nicht gut, dass die nicht in der Ecke sind, ne? Das ist halt jetzt überhaupt nicht gut, dass die nicht in der Ecke sind. Aber wir leben noch, das ist besser. Nein, ich hätte sie fast wieder in der Ecke gehabt. Ah, scheiße. Chance. Ist nicht optimal, aber ist ein bisschen besser. Scheiße, ich hab gehofft, da kommt eine 4. Ah. Nein, jetzt ist genau da die 2 aufgetaucht. Jetzt habe ich nur. Jetzt habe ich einen einzigen Move. Ich kann nur nach oben drücken. Ich wollte eine 4 da haben. Nein. Schwierig. Schwierig.
Oh mein Gott. Wie leben wir noch? Ich habe wieder eine Ecke. Ich habe die 1024 wieder in der Ecke. Let's go. Und aus der Ecke darf die jetzt nie wieder raus. Muss jetzt höllisch aufpassen, dass die nie wieder aus der Ecke da unten rausgeht, ne? Ich muss da jetzt höllisch aufpassen. Ich muss irgendwie versuchen, die 128er an mir. Scheiße. Wobei. Mit ein bisschen Glück taucht jetzt. Mit ein bisschen Glück taucht jetzt zwischen der 128 und der 2, die ich gleich runterschiebe, keine Zahl auf. Alter, guckt euch das an. Diese Anspannung. Spürt ihr sie auch? Oh. Oh nein. Wobei es ist egal. Ich muss zwar die 1024 bewegen, aber alles, was passiert ist, dass ich sie in die andere Ecke bewege. Also es ist nicht so schlimm. Das ist okay. Das ist okay. Eine Ecke in die andere ist eigentlich sogar okay. So, jetzt wieder eng hier oben. Es ist so ungewohnt, auf Kopf zu spielen. Also, na, weil normalerweise habe ich die 1024 immer in der Ecke da unten. Das ist hier auf der anderen Seite. So ungewohnt. Sind ein bisschen zu viele kleine Zahlen um die 1024. Was habe ich gedrückt? Das wollte ich nicht drücken. Ich muss jetzt kurz riskieren. Ich muss jetzt kurz riskieren. Ah, ich würde gern die Ahnung. Ich hoffe, dass jetzt in der Ecke nichts auftaucht. Die Chance ist jetzt 1 zu. Warte, wie viel sind gleich frei? 5 Felder sind gleich frei. Ach fuck, ich schiebe die 4 darüber. Egal, never mind. Passt schon. Es gibt Schlimmeres. Ich habe nicht nachgedacht, aber es gibt Schlimmeres. Wir haben vorhin erlebt, dass es auch mal erlaubt, also dass es auch mal möglich ist, die 1024 kurz wegzubewegen. Und dann kann man das doch auch mal riskieren. Ist in Ordnung.
Am Ende kommt sie dann doch wieder zurück wie ein Frisbee. So. Trotzdem ein bisschen überzeugt von dem, was ich gerade hier fabriziere. Muss ich ja gestehen. Ich bin nicht überzeugt von dem, was ich hier gerade tue. Oh Gott. Ja, das ist jetzt schlecht. Wenn jetzt oben wieder die falschen Zahlen auftauchen, war es... Nein. Das war schon wieder pures Glück. Wenn jetzt eine 4 aufgetaucht wäre, wäre es das wieder gewesen. Jetzt ist wieder genau das Gegenteil der Fall. Ich kann ordentlich räumen. Ich kann ordentlich räumen. Oh mein Gott. Schaut euch an, was ich alles gerade kann. Ich habe gleich einen neuen Rekord für mich. Noch nicht jetzt, aber gleich. Auch nicht. Oh oh. Ich muss Glück haben. Ich muss Glück haben und auf eine 2 hoffen. Junge, es ist zu kritisch. Es ist einfach zu kritisch. Okay, ich kann die 2 da drüben jederzeit zu einer 4 machen und die 8 jederzeit wegmachen. Mit der 8 kriege ich die 16 und so weiter. Alles gut. Ich drücke jetzt erst die nach unten. Das dürfte nichts kaputt machen. Genau. Machen gerade wieder große Zahlen weg. Das ist gut. Aber ihr seht jetzt, was das Problem ist. Na, je weiter man gekommen ist, und ich habe übrigens einen neuen Rekord, crazy. Je weiter man gekommen ist, desto länger bleiben halt die großen Zahlen auf dem Feld, weil sie nicht mehr weggehen. Umso mehr Müll sammelt man halt an. Was tue ich hier gerade? Ja, das war's. Ich muss jetzt wieder auf eine 2 hoffen. Problem ist aber, das war es jetzt trotzdem, weil selbst wenn ich jetzt die 8 da runterschiebe und zu einer 16 mache, taucht ja dort, wo die andere 8 war, eine neue Zahl auf und es kann nur eine 2 oder eine 4 sein und die kriege ich nicht kombiniert. Und die anderen 2 da drüben kriege ich auch nicht kombiniert. Ich wollte gerade sagen, ich muss es so rum machen und hoffen, dass eine 4 in der Ecke auftaucht. And look what we have here. Trotzdem wird es jetzt eng. Scheiße. Es bleibt eng. Das war's. Hier ist vorbei. Selbst eine 4 würde jetzt ja nichts mehr da oben ändern. Da unten auch nicht? Nee, das war's.
Ich glaube literally, dass es das war. Ja. Boah, 11.972, okay. Habt ihr für das Spiel irgendwelche Strategien, die immer funktionieren? Teilt es mir doch gerne mal mit. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.